Doch, die Eröffnung auf die Eröffnung der Deutschen Meisterschaft 2008. Wir freuen uns auf die Jubiläumsveranstaltung hier in Pirchdorf. 25 Jahre Tantopolik, 30 Jahre Green Monster Team. Der Erlkönig startet seine Turbinen. Matthias Vogelsang, drei Stück an der Zahl werden gestartet. Vier Stück an der Zahl sind aufgebaut. Vizemeister 2005 in dieser Klasse, Isotov TV2-Turbinen sind aufgebaut, 12.000 Umdrehungen leisten sie, 1.500 PS, Kerosintreibstoff, 10 Liter je Motor pro Zug, Stahlblech, Eigenbau, Getriebebox, 140 km/h Raddrehzahl, auch hier die Firma Goodyear, der Hauptsponsor bei diesem Traktor. Er bekommt hier als erstes die Startfreigabe. Der erste Pool des Tages. Und natürlich leichter sollten sie werden. Wir lassen uns überraschen, ob die Balance stimmt, ob die Jungs richtig gerechnet haben, ob sie richtig gebaut haben, ob der Fighter Richtung Full-Pull-Marke geht. Zu Gast in Pirchdorf. Die 54,9 Liter Hubraum bringen ihn weit nach vorne. Differentialgetriebe der Firma Rockwell mit Franklin Planeten. Ca. 120 km/h, 2 Jahre Bauzeit steckt drinne, nachdem sie das Gefährt mit Motorschaden gekauft haben. Und sie sind erstmals auf der europäischen Bühne zu Gast, bisher nur ein paar Showläufe in Italien gefahren, wo Traktor europäischen Publikum Starlight Express. Noch nicht Traktorpulling verrückt genug sein, dann werdet ihr es nach dem Pull von Labada sein. Da bin ich mir absolut sicher. Der V8 ist das absolute Highlight in den Niederlanden. Drei Motoren sind aufgebaut. Auch er hat ein neues Chassis im letzten Winter bekommen. Genauso ausschaut. Wir lassen uns überraschen. Grüne Flagge. Startaufstellung, Neubau der DDTO, Umbau der DDTO. Rein optisch gehört er jetzt schon zu den schönsten in Europa. Wir sind gespannt, wo die Leistung hingeht, wo jetzt hier die Formkurve hingeht. In der Saison 2008, in der Saison 2007 einige Testpuls gefahren. Das ist eine Flagge. Sound und Optik stimmen beim Bumerang. Der Fahrer winkt noch einmal. Ja.
Vier Stück sind montiert momentan beim Black Power und wir hoffen natürlich. Bereitet sich auf den nächsten Start vor. Jeder Motor 1300 PS, 8,9 Liter Hubraum, 60 Liter Methanol werden circa verbraucht. Europameister der 2,5 Tonnen Klasse. Vierter der Europameisterschaft in der 3,5 Tonnen Klasse mit diesen 5V8 Motoren. Jetzt der Teamchef nochmal im Sprint zurück zu Henrik Jensen. Scheinbar gibt es Startprobleme dort beim Black Power. Paul noch einmal zwischen den Motoren unterwegs. Top 1, Janet Gregor. Bei ca. 2000 Wettkampf PS gibt es World Painter Fans in Tüchtung. Hier vorne auf der linken Seite der neue Superstar, der heimliche Superstar, der DDTO. Okay, er sagt, alles okay jetzt bei dem Black Power. Grüne Flagge, noch einmal was für die V8-Fans hier in Fürchtorf. Steckt die Ohrenstöpsel noch ein bisschen tiefer rein. Es wird noch ein Tick lauter wie eben bei Black Power. Der Kuga in der Warmlaufphase. Es sollte nicht sein. Drei Fünfe, zwei Fünfe unterwegs. Grüne Flagge, gut weiter. Top 2, Start 2. Achtung, hatte der Fighter. Die Full-Pull-Marke ist angepeilt. Und wir sind gespannt, ob er am Ende auf Position 1 landet. Oder ist es das Green Monster Team? Oh.
Wir gehen über die...